So, hast du aus jetzt deiner Erfahrung so von den ganzen Steuern, die du machst und auch aus deiner selben eigenen Recherche so einen Geheimtipp, was würdest du hast gerade gesagt, du würdest jedem empfehlen, sich selbstständig zu machen. Sagen wir mal, ich bin jetzt Schüler, ich bin jetzt auf dem Gymnasium so und ich bin jetzt gerade Abi raus oder so. Und was würdest du machen, wenn du versuchen würdest, dich jetzt selbstständig zu machen? Wenn es jetzt nicht Steuern wäre bei dir, was würdest du machen? Also, ich würde mir erstmal Gedanken machen, was mir Spaß macht. Mhm. Also egal, was du machst, du musst es leidenschaftlich machen. Also gerade, wenn du so selbstständig werden willst, du wirst ja viel mehr arbeiten als deine 8 Stunden pro Tag bei einer angestellten Tätigkeit. Das ist einfach klar. Weil du hast nicht nur die Arbeit an sich, also die operative Tätigkeit, du hast ja auch noch eben das ganzen Krimskrams, organisatorisches, hier Papiersachen, die du an den Steuerberater schickst, sowas. Ne? Das kostet auch alles Zeit. So, du musst Überweisungen tätigen, du musst die Lohnabrechnung irgendwie prüfen oder sonst was. Ne? Und du musst Bewerbungsgespräche führen. All das kommt ja nochmal on top zu der normalen Arbeitszeit. So. Ja. Und ich würde mal sagen, wähl dir was aus, was dir Spaß macht und überleg erstmal nicht an Geld. Weil wenn du das mit Leidenschaft machst und das gut machen kannst, dann kommt das Geld, dann kommt das Geld auch von alleine und das ist wirklich so. Und versuch dich immer, egal für was du dich entscheidest, dich auf eine Sache zu spezialisieren in dieser Thematik. Weil wenn du ein Spezialist in etwas bist, dann kannst du, also kannst zum Beispiel nicht sehr viele Sachen, sehr viele Themen auf einmal lernen. Du willst immer einzelne bestimmte Themen sehr, sehr gut können. Wenn du da dann so dein Spezialgebiet hast, der Experte darin bist, dann kann dir auch keiner mehr einen Quark erzählen. Weil du kennst deine Materie, du weißt, was du machst, was du tust. Du machst halt weniger Fehler oder vielleicht auch gar keine Fehler. Das heißt, die Kunden sind zufrieden mit dir. Und durch die Kundenzufriedenheit gewinnst du halt viel mehr Kunden. Das ist die beste Akquise, die du machen kannst. Klar, mit Werbung schalten etc., das gehört auch dazu. Ne? Und was würde ich jetzt aktuell machen? Was läuft denn zum Beispiel? Ich würde erstmal den Markt analysieren. Also klar, unabhängig davon, ob es mir Spaß macht oder nicht, musst halt auch überlegen, ob du dadurch viel erfolgreicher wirst. Ne? Also guck mal zum Beispiel, aktuell denke ich mal, war ja Testzentrum so eine super Sache. Und jetzt haben wir eben gesprochen, so die Dönerbranche ist so im Kommen. Dönerbranche, ja. Die Dönerbranche, die kommt. Hier, was weiß ich was, all die ganzen Namen, ne? Haus des Döners, Mangal, die jetzt hier in dem Gebiet so bekannt sind. Also die bauen sich halt extrem gut auf. Und die kassieren ja auch mittlerweile so gute 8 Euro pro Döner. Ja. Die Leute sind auch bereit, das zu zahlen. Mittlerweile, also, ja. Also halt viele gerne. Döner sind das aber auch echt nicht wert. Das ist das Traurige, ne? Also das wenn stimmt. du 8 Euro zahlst und am Ende sagst, das war es nicht wert, das ist schon hart. Aber das denke ich mir jedes Mal, Alter, ohne Spaß. Außer jetzt bei Aquabe. Ich finde nicht mal Haus des Döners nicht mal krass. Finde ich auch nicht gut, sag ich dir ehrlich. Ja, also die werden Leute, mich jetzt hassen, wenn die das sehen, werden die aber eh nicht sehen. Pech gehabt. Ja, Leute sagen halt meistens, deren Soßen, die schmecken halt so wie Berliner Soßen. Und so der Berliner Hype ist ja auch da. Ne? Ich mach den Döner, aber du kannst einen Döner nicht nur an der Soße ausmachen, finde ich. Ja. Fleisch ist das Wichtigste. Auch Fleisch, dann kommt Brot. Dann als drittes kommen Salat oder Soßen, je nachdem, wie man sieht. Oder Salat, ganz ehrlich, was willst du da verkacken? Ja, muss ja nur schneiden. Kann sein, dass das nicht frisch ist. Ich sag dir ehrlich, passiert auch mal. Ja, aber dann hast du irgendwas falsch gemacht. Also entweder hast du dann die Aufbewahrung falsch gemacht oder da ist irgendwie so voll Sonne drauf geknallt. Guck mal, ich habe eine maximale Idee für einen Dönerladen. Ne? Ich verstehe nicht, wieso das keiner macht, aber wenn ich einen Dönerladen machen würde, ich würde erstens gucken, das Fleisch muss natürlich gut sein und so, ne? Aber das kriegst du ja irgendwie hin. So, als nächstes, anstatt dass ich jetzt die Standardsachen wie, keine Ahnung, wie nennt man das, Kopfsalat, heißt es Kopfsalat? Dieses Dings. Naja, Kopfsalat. Oder was weiß ich was, Lauch und so, dies, das anbiete und die normalen Standard-Cocktailsoßen. Ich würde einfach komplett bei Soßen und bei Dings, würde ich komplett neues Style machen. So wie Frittenwerk Fritten neu erfunden hat, würde ich Döner einfach neu erfinden. So. Weil ich verstehe nicht, warum das keiner macht. Ja, das hat mir das würde safe funktionieren. Das war ja vor 2 Wochen, wo wir darüber geredet haben, ne? Ja. Wir hatten da sogar so einen Laden gefunden in Stuttgart, war das doch, oder? Der macht auch so ein bisschen Experimente, glaube ich. In Berlin gibt es doch diesen Yunus Emre, der macht sogar Baklava in Döner rein. Nein, Bruder, der macht so. Ich meine nicht sowas. Also, ja, der scheißt schon richtig rein. Der war halt schon so wirklich so fancy, das war schon so dieses neue, moderne Gastronomie-mäßige, ne? So, du hast schon so aus Pappe, so ein Pappteller quasi in der Hand, so wie so eine Pommesbox. Und da kam der Döner rein. Und du hast dann zum Beispiel so Guacamole-Soße oder so drauf. Boah, so. Wow, Alter. Boah, ich hab oder was passt halt unnormal. Ich alles. Vielleicht zur Aquafarbe. Das hat halt so ein Mix aus mexikanisch und türkisch, finde ich. Ne? Weil das ist schon geil. Weil die essen ja auch immer diese ganzen Tortillas so. Aber das Wichtigste ist wirklich das Fleisch. Und ich finde, keiner hat gutes Fleisch. Außer zum Beispiel jetzt so ein jemand, der das selber macht. Zum Beispiel Shawarma City in Düsseldorf ist sehr geil. Dann Aquafarbe in Neuss ist sehr gut. Aber alle, die das so kaufen, und ich weiß ja selber, weil mein Vater hat ja 17 Jahre im Dönerladen so.
dass das industriemäßig verarbeitete Fleisch einfach nicht da dran kommt. Du musst es selber machen. Mein Vater hat auch zu mir gesagt, als ich dem diese Idee meinte, Baba, ich meinte so, ich wollte das ja mal eine Weile machen, jetzt bin ich ein bisschen davon weg. Weil ein Laden ist immer noch viel Investment, ne? Also egal wie du es dribbelst, du musst deine 50 bis 100.000 Minimum mal hinlegen, so. Ja, mittlerweile sogar eher 100, würde ich sagen. Weil alleine die Ladenablösen sind sehr hoch, vor allem so in großen Städten wie Düsseldorf, Köln etc. hast du mindestens mal deine 60.000 Minimum Ladenablöse, so meistens. Du findest sehr, 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 sehr selten einen Laden, der frei ist und Gastroerlaubnisse hat. Oder einen Laden, den du umfunktionieren kannst zu einer Gastro. Und wenn du da schon die Ablöse dann mitberechnest, 60.000 weg, dann, wenn, sogar wenn du einen Kredit ziehst, müsstest du mindestens 40.000 auf dem Tisch legen. Oder 30, irgendwie sowas. Also es ist wirklich ein Film. Und deswegen bin ich ein bisschen von der Idee weggekommen. Aber wenn ich es machen würde, und ich will es eigentlich noch machen, so in mir habe ich es noch, dann würde ich echt einen maximal so abgedrifteten anderen Döner machen, ja? So Frittenwerk-mäßig. Ja, so ein New-Fancy-Style-Döner, ich glaube, das wird kommen, weil, wie gesagt, der Döner boomt. Der ist bekannt geworden, jeder feiert das. Ja. Jetzt muss man den so ein bisschen revolutionieren. Safe. Also das safe. Haben die ja so mittlerweile so mit Chiköfte gemacht. Habt ihr das mal gehört? Sushi-Chiköfte? Ja, ja. Ja, habe ich gesehen. Ja, oder die so Roll-mäßig machen. Mhm. Da packen dann so außen, keine Ahnung, so Chips oder so. Hast du schon mal gegessen? Oder ja, ja. Ich habe es noch nie gegessen, ich habe es nur mal so auf Videos Ich habe es auch nur gesehen und gehört von Haken, aber der macht das sogar selber. Der hat so Läden und so entwickelt. Ja, das ist hier der Kollege von Dankek in Düsseldorf. Oh, ja. Grafadorfstraße, ja, ja. Nee, ich habe ja einen Kollegen, der macht das ja. Also, der auch bei NFK ist quasi. Ach, krass. Der ist bei, der heißt Rolito. Mhm. Der ist da in Köln am Barbarossaplatz. Ja. Und die Jungs machen eine gute Arbeit, die machen das zu zweit. Mhm. Ja. Und die machen wirklich so mit Pistazien außen, so Grünzeugs, Rotkohl, Chips und sowas und oder Käse. Und das schmeckt echt gut, muss ich sagen. Also den Aufwand würde ich niemals selber machen, wenn ich zu Hause bin, weil das halt schon so ein bisschen Arbeit. Aber so in so einem Laden und die machen auch gute Chicköfte. Also das Wichtige ist ja nicht nur diese Rolls zu machen, weil gut, die Rolls kriegst du halt immer hin, ne? Ja. Aber die machen halt auch echt gute Chicköfte. So normalerweise, ich finde Laden-Chicköfte sind schwach, ne? Ja, stimmt. Gerade in Deutschland ist die Szene richtig schlecht, finde ich. Mhm. Aber die machen das echt gut, muss ich sagen. Wobei für unseren Geschmack, glaube ich, weil wir Chicköfte kennen, wie das schmecken muss. Kannst du mir Laden sagen, ich würde da gerne mal essen gehen. Ja, oder Rolito heißt der. Rolito? Rolito, das wird so Rolle-Ato geschrieben. Ja, okay. Kannst auch bei Instagram abchecken, ne? Also die haben auch gute Bilder und so. Stark. Kann ich auch später den Link schicken. Ja, mach mal. Ja, kannst vorbeigehen. Ja, so ein Laden, wie gesagt, ist immer noch viel Investment. So, gibt es irgendwas, was du so empfehlen würdest, wenn es jetzt nicht gerade so, wenn du jetzt nicht gerade ein bisschen Geld zur Seite hast? Oder würdest du sagen, du brauchst auch für eine Gastro eigentlich nicht so viel Geld? So, wenn du eine gute Idee hast, würdest du es irgendwie durchkriegen? Also du brauchst immer zumindest etwas Geld. Also du brauchst weniger Geld. Zum Beispiel, ich würde, wenn ich jetzt mit einem Dönerladen anfangen wollen würde, ich würde einen guten Spot aussuchen, einfach einen Container aufbauen. Mm. Container kommt halt gut, so wie Currywurst-Container von Bauhaus oder so, ne? Würde ich mir einen guten Spot. Da anfangen einfach da und dann kannst du gucken, ja. Da würde ich sehr viel Werbung betreiben. Also ich würde sehr viel in Werbung investieren, weil du bist halt trotzdem nur ein Container, ne? Und du musst irgendwie das gut vermarkten. Ja. Und das machen die meisten Leute halt so mit Social Media, ne? Die machen da so geile Videos oder machen dann halt so quasi wie dieser eine, den du eben meintest, ne? Dieser Yunus. Ja, ja. So gute Präsentationen und sowas. Ich würde sogar sagen, Alter, wenn ich anfangen würde jetzt einen Laden zu machen, wenn ich jetzt zum Beispiel vorher gar nichts gemacht hätte oder jetzt nicht den Zeitdruck habe, würde ich vorher anfangen, eine Kochsendung zu machen, so sei es auf TikTok oder auf YouTube, und ich würde mich spezialisieren in gewisse Bereiche. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt so viele geile Kochseiten, also so YouTube-Seiten und so weiter, TikTok-Seiten, und die kommen immer gut an. Wenn du gute Produkte hast oder gute Gerichte hast, die auch gut aussehen und so, dann kommen die immer gut an auf TikTok. Die werden durch den Algorithmus gepusht, etc. So, ne? Und wenn du dann dadurch deine Community schon aufbaust und dann sagst du, ey, jetzt mach ich meinen Laden, dann hast du direkt schon die Kunden da, dann den Hype da. Und viele Influencer gehen ja so gut durch die Decke mit so Läden. Ja, das Ding ist halt folgendes, wenn du diese Community aufbaust, du baust ja auf, während du nur Videos machst. Das heißt, der Geschmack ist erstmal nicht so wichtig. Ja. Also weißt du, wie ich meine? Die schmecken das ja nicht aus dem Video raus. Ja. Das muss nur geil aussehen und du musst dann einfach nur so tun, als würde das voll geil schmecken. Mhm. Und die Leute gucken das halt auch noch gerne. Weil wenn das schon so gut aussieht, meistens kann man sich grob vorstellen, wie das schmecken muss. Aber muss nicht sein. Ja, natürlich, stell dir vor, so sieht voll geil aus, aber es ist so einfach harder. Kann ja sein, weißt du? Ja, vor allem, es gibt auch so viele Küchenmaschinen heutzutage, ne? Also ich weiß nicht, die erfolgreichste hier ist ja Sally.
Kennt ihr die? Ne? Sally, doch, die hat doch auch bei Lidl und so. Ja, ja, die hat so eigene Produkte mittlerweile. Die ist auch Türkin, aus München, ne? Ja, ja. Ja, ja. Was hat die gemacht? Die heißt Saliha, glaube ich. Deswegen Sally auch. Ja, kann sein. Ist die, Bruder, die hat mich auseinandergenommen. Bruder, die hat nur mit YouTube-Kochvideos Haus gebaut. Ich habe dieses Haus mal von der gesehen. Die haben ein ganz riesiges nur, Bro. Die hat ja bestimmt voll viele Werbedeals, wenn die Influencer sind. Ja, mit Lidl und so, sage ich ja. Also, die hat sich voll das krasse Imperium aufgebaut. Der hat so eine eigene Webseite, wo die alle ihre Produkte verkauft und die macht aber Millionen. Also, kein Spaß. Bro. Das ist eh viel lukrativer am Ende des Tages, dass du dir so eine Dings, dass du dir so eine Plattform aufbaust online, weißt du, was ich meine, als dass du einen Laden hast. Ja klar, weil du verkaufst Produkte, du kannst Produkte platzieren und zum Beispiel bei der ist es auch so, ja, sobald Bosch irgendein noch neues Produkt rausbringt, das ist direkt bei der. Mhm. Also kriegst du mal geschenkt von denen. Ja. Macht ja auch Sinn. Mhm. Du hast gerade gesagt, ich würde empfehlen an jeden, der sich selbstständig machen will, dass du das machst, was du feierst oder das du fühlst. Aber ich muss sagen, was so Musik zum Beispiel angeht, würde ich das nicht empfehlen, Alter. Nein. Ich sag dir ehrlich, weil ich habe die ganze Power, die ich so in Mucke reingesteckt habe, ne, hätte ich das in, keine Ahnung, Alter, was weiß ich, irgendwas, was so lukrativ was bringen könnte, so gesteckt, das wäre so phänomenal durch die Decke gegangen, oder? Oder du zumindest wäre ich maximaler King darin. Ey, du musst schon beide Seiten quasi gut hinbekommen. Ne, du musst sowohl... Das muss auch ein bisschen so, du musst auch ein bisschen, wenn du Geld machen willst, musst du auch wirklich an Geld auch denken. Also, es... Nur weil du jetzt, okay, ich mache jetzt Kunst so. Weil Kunst ist wirklich ein bisschen, das ist nochmal was anderes. Da musst du ein bisschen Geld wirklich komplett zur Seite schieben, weil dass da mal Geld kommt, ja, weiß ich nicht, ist schwierig. Schwer.